Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tutorial. Heute, weil ich auch da so oft drum gefragt wurde und ich habe gesagt, ich mache es und habe es nicht gemacht, weil ich es vergessen hatte oder keine Zeit hatte oder ja, es lag an mir. Gut, und zwar, wie man zum Beispiel einen Mod in beispielsweise Agrarian Skies reinkriegen kann. Zum einen. Bei Curse ist es so, die ganzen Modpacks, wenn ihr die installiert habt, könnt ihr einfach einmal draufklicken und seht ihr praktisch hier installierte Mods, Resource Packs, Übersicht, das lädt halt jetzt gerade eine Weile, warum auch immer. Und ihr könnt hier auf die drei Punkte klicken und dann Profileinstellung und dann müsst ihr Folgendes machen. Pack unlocked. Ja, das ist ganz wichtig. Ihr müsst das machen, wenn ihr direkt über einen Curse-Client neue Mods beispielsweise hinzufügen wollt. Wenn ihr könnt es auch einfach downloaden und in den Ordner packen. Ich zeige euch gleich, wie ihr den findet. Das ist einfach hier, einmal draufklicken, dann Ordner öffnen und dann seid ihr da. Das ist der Ordner, wo ihr hin müsst. Und dann einfach die Mods in den Mods-Ordner packen und ihr könnt damit installieren, wie ihr ganz normal Minecraft-Mods auch installieren würdet. Ach, jetzt hat es geladen. Und ihr könnt aber auch, wenn ihr es halt unlocked habt, so wie wir es jetzt gemacht haben, hier unlocked, freischalten eines Pakets, erlaubt es Änderungen vorzunehmen, bla bla bla. Ja, wissen wir ja. Und dann können wir auf Füge weitere Inhalte hinzuklicken. Und dann klicken wir auf Mods. Und dann könnten wir jetzt jeden beliebigen Mod, den wir, sag ich mal, irgendwie drin haben wollen, können wir installieren, was weiß ich, sagen wir mal, ich nehme mal, ja, die Instanz, das ist die neue, genau, das ist richtig. Ich muss jetzt nur kurz gucken. Keine Ahnung, wir nehmen ja irgendeinen Mods, der nicht drin ist, zum Beispiel. Ich überlege gerade, welcher Mod nicht drin ist, der eigentlich so ein bisschen standardmäßig, den jeder kennt. Sagen wir mal, Immersive. Integration Immersive Engineering. Also es ist ein relativ neuer Mod. Den können wir jetzt beispielsweise rauspacken, indem wir einfach dann hier auf Installieren klicken. Dann wird es gedownloadet. Blub. Und wenn wir zurück bei Agrarian Skies gehen und auf Mods, sehen wir hier oben schon Immersive Engineering. Können wir auch ausschalten. Wir können praktisch Mods disablen. Die werden einfach umbenannt in Punkt Disabled. Ist jetzt nicht so schwierig. Wir können auch übers X entfernen. Wir können aktualisieren, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, ist dahinter so ein Zeichen, damit könnt ihr aktualisieren. Einzige Problem ist, hier seht ihr nicht alle Mods. Das ist natürlich logisch. So, das heißt, wo downloade ich Mods? Weil das wollte ich auch immer mal schon mal erwähnen, weil das war jetzt nicht so das Schwierige, wie ich praktisch hier einen Mod mache und installiere. Das Schwierige ist immer, wo downloade ich die? Oder mache ich das? Ich glaube, das mache ich in einem anderen Video. Ach nee, komm, das machen wir jetzt noch. Dass wir wenigstens alles in einem haben, weil das sehe ich immer wieder das Problem. Ganz viele Leute wissen einfach nicht, wo downloade ich jetzt die Mods. Ich habe noch Steam offen. Und deshalb sucht ihr Minecraft Curse Forge. Dann geht ihr drauf. Also diese Seite. Und dann könnt ihr jetzt hier einfach auf Suchen, beziehungsweise ihr könnt auf Projects klicken und dann Mods und könnt hier alle Mods suchen für Minecraft 1.7 beispielsweise und dann könnt ihr es hier suchen. Kleiner Tipp, weil ich das immer wieder bei meinem Mod sehe. Tut mir leid, ich mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Achso, Mensch. Nein, nein, was tue ich? So. Diesen Download-Button nicht klicken. Klickt auf Files und nehmt immer eine der neuesten. Wenn ihr auf Download klickt, kriegt ihr manchmal eine komplett andere Version. Und zwar diese komische Latest-Version, die nicht unbedingt die neueste Version ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich hier das downloade, kriege ich diese Version anstatt dieser Version. Also, ne? Gut, dann das Downloaden. So kriegt ihr die Mods. Ihr könnt auch noch woanders gucken. Und zwar gibt es noch die Seite Not Enough Mods. Und das ist eine Seite, die ihr euch merken solltet. Hier könnt ihr nämlich einfach 1710 und hier seht ihr alle Mods, die sich über diese Seite registriert haben und die ihr downloaden könnt. Und ihr kommt direkt, wenn ihr hier
draufklickt auf die Download-Seite. Also wo ihr es downloaden könnt. Und ja, das ist es. Dadurch verpasst ihr erstmal nichts. Ihr habt praktisch hier findet ihr auf jeden Fall viele, viele Mods. Und wenn ihr hier keinen findet, guckt auf Minecraft CurseForge. Ansonsten guckt, ob ihr einen Minecraft Forums Link findet. Und erst dann geht ja nicht auf eine Minecraft. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel suche, Terminal Expansion Download 1.7.10, wie man es früher gesucht hat, dann hat man jetzt hier, dass die ersten Links sind meist die richtigen. Aber wenn wir jetzt nach unten gehen, kommen irgendwelche komischen Installationstutorials. Ich gehe mal auf Seite 2 direkt. Und dann haben wir hier minecraftinstaller.de. Geht niemals auf sowas. Das ist bäh. Da, nee. Minecraft, neuen Minecraft-Net, das sind alles, geht nicht auf die Seiten. Die schieben euch Dateien unter, die meist nicht die neuesten sind, alles mögliche. Also entweder auf Curse, auf den offiziellen Seiten von den Leuten und halt Minecraft Curse Forge. Da seht ihr ja den ganzen Fall. Okay, so, das wär's von mir. Das war's ja eigentlich schon. Wir haben jetzt hier Immersive Engineering beispielsweise drin und können jetzt das starten und hätten es drin. Das brauche ich jetzt nicht zu zeigen. Ich denke mal, ihr glaubt mir das. Und wie gesagt, ansonsten einfach Ordner öffnen, in die Mods gehen und da müsste es jetzt auch schon drin sein. Immersive Engineering, genau. Und da packt ihr einfach die Mods rein. Und dann könnt ihr es ganz normal, also das hier ist wie eine ganz normale Minecraft-Instanz. Ihr könnt die Configs ändern, ihr könnt in Mods gehen, alles mögliche. Gut, ja, das wär's von mir.